Ich habe jetzt dreimal das Tagesevent gemacht, habe 60.000 von den Gutschen bekommen, also von den Deadpool-Dingern da, habe mir jetzt einfach mal 10 Kristalle gegönnt mit den Bonbons und schau mir einfach mal, ob was Gutes dabei rausspringt. Sechser wäre natürlich mal cool. Irgendwas, das man schon am besten noch gebrauchen könnte. Erstes ist dann mal ein 4-Sterne-Blade, der natürlich auf Max-Sick-Level ist. Und dann noch ein extra Kristall gibt. 4er sind ja immer gut quasi, dass man schön die 5er Scherben sammeln kann, um wieder an 6er zu kommen und so weiter. Na, den Rindra, den hätte ich natürlich genommen. Jetzt kriege ich als zweites wieder einen 4-Sterne-Blade. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja 5-mal Blade raus. He? Am besten aus dem 6er würde ich direkt nehmen. Ein paar 6er schwirren da ja in dem Kristall schon rum. Jetzt haben wir hier einen 5-Sterne-Black Panther. Oh, schon sick, 160. Bis jetzt kann man sich ja noch nicht beschweren nach 3 Kristallen. Mal gucken, was Nummer 4 bringt. Ja, der Knall. Gut, da gibt es halt einen 5er Knall. Den habe ich auf Rang 4, den wollte ich eigentlich mal auf 5 bringen, aber mittlerweile denke ich mir halt, ich level keine 6 Sterne mehr, 5 Sterne mehr. Also bis jetzt nach 5 Kristallen, 3 4er und 2 5er hätte es schlechter laufen können. Hoffen wir mal, dass die nächsten 5 genauso gut werden und am besten noch ein 6er dabei ist. Noch ein 4 Sterne. Ist auch immer gut fürs ISO. Wenn man ja einen 6er kriegt, einen guten, und will den auf Rang 3 bringen, brauchen wir ja schon ein bisschen ISO und Gold. Wo ich auch mal hoffe, dass die endlich mal das Gold irgendwie anheben, weil ich irgendwie immer Goldmangel habe. Jetzt haben wir mal die erste Dreier. Und mal gucken, jetzt geht's an die letzten drei, jetzt geht's ans Eingemachte. So, der 6-Sterne-Knall, wo da drin rumschwirrt, der wird mir ganz gut stehen. Noch ein 3-Sterne. Was gibt's jetzt noch? Noch ein 4-Sterne-Sassy. So, das war's dann auch schon wieder. Noch ein Kristall wird geöffnet. Mal gucken, was noch bei rausspringt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und es wird dann bestimmt wieder ein Spotlight geben. In dem Sinne, lassen wir den letzten Kristall drehen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß im Game.